Hallo, ich nehme euch mit auf eine kleine Reise, um das Jahr entspannt etwas ausklingen zu lassen. Wenn ich denn die Sprache wählen kann, ich würde Deutsch bevorzugen. Eine Kurzgeschichte von Andrzej Angelowicz. Wer ist die zum Spielen? Okay. Gut. Dann starten wir mal eine kleine Reise. Geht das Schiff irgendwie schneller? Okay, ich steuere das Schiff. Optisch ist es echt schön gemacht. Aber schneller geht es irgendwie nicht. Mach langsam. Vorbei an den Hindernissen. Je, Maria, was schwimmt da alles in dem Fluss? Du verpasst eventuell mehr als nur die Landschaft, wenn du zu schnell fährst. Okay. Vielleicht sogar den Sinn für das, wohin. Ich bin auch wohl gespannt. Uns die Reise hinführt. Wobei an Baustelle Wachen. Okay, Mathe. Was erwartet uns jetzt in dem Tunnel? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ah ne, dann komme ich aus dem Tunnel raus. Was du alles rumschwimmt, gell? Riesige Baustelle am Fluss. Das alles fließt unentwegt vor uns. Das ist wohl wahr. Hochlandung. Ganz wie es gefällt. Okay. Auf jeden Fall. Moment, Moment, Moment. Zurück, zurück, zurück. Auf jeden Fall sind du noch keine Gewässer begradigt oder werden sie gerade begradigt? So wie es aussieht, weil der Flussverlauf ist ziemlich. Ich schwimme zurück. Lichtbaum im Fluss. Okay, wir steuern das Schiff. Hindurch durch Hindernisse. Den Lauf des Flusses nicht beeinflussen. Das ist wohl wahr. Besser wäre es, man hätte manche Flüsse einfach so gelost, wie sie früher geflossen sind und nicht so viel begradigt. Aber die Aussicht hier stelle ich mal genial vor. Nur zu wohnen, aber doch immer deine eigene Richtung.
Uiuiui, wo steuere ich, wo lenke ich denn hin? Hallo? Mal ein Stückchen nach rechts, bitte. Dass ich so, ich häng fest. Warte mal. Jetzt sollte es klappen. Muss aber auch so viel rumschwimmen hier. Sitzt du eigentlich überhaupt jemand drin? Ah, jetzt erkennt man es doch, da sitzt jemand drin. Hänge ich an dem Lattestück hier fest. Musste ach so viel in dem Fluss rumschwimmen. Gibt's das nicht? Jetzt. Wieso kommst du jetzt nicht weiter? Ich sehe nicht, wo du festhängst. Ah, hier. Hier kommt er. Ist das immer der gleiche Anfang? Genieß einfach die Reise. Ja, ich versuch's. Irgendwie bleibe ich hier überall hängen. Stromkabel abgerissen. Und solltest du deinen Weg aus den Augen verlieren? Das gesperrt. Finde das Ziel in deinem Herz. Sehr wichtige Botschaft. Ich denke, die versteht da alle. Dazu gibt es nichts hinzuzufügen. Denn manch einer, der seinen Weg sucht, findet dabei zu sich selbst. Ja. Das war's, die kleine Kurzgeschichte. Ich dachte, ich bringe euch noch so was Entspanntes zum Jahresende. Moment, ich muss mal kurz die Lautstärke etwas runterschrauben, dass ihr mich auch versteht. Sorry, zu viel geredet heute. Um das Jahr entspannt ausklingen zu lassen. Ich fand es ganz witzig gemacht. Ja, letzten Endes ist der Weg das Ziel. Und jeder sollte seinen eigenen finden. Manchmal kommt man ein bisschen vom Weg ab. Aber das lässt uns nur reifen. Aus Fehlern lernt man. Das lässt uns nur reifen. Das war die Message. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Wünsche euch einen guten Start in 2024. Ich versuche optimistisch reinzugehen. Das letzte Jahr, muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht gut getan, hat mich auch stelleweise ziemlich getroffen. Das kriegt ihr ja nicht so mit, müsst ihr ja auch nicht, das ist ja auch alles gut.
Von dem her kann es 2024 nur noch besser werden. Ich hoffe es sehr. Wir alle sind ein bisschen arg schlacher. Und manchmal ist es dann schwer, auf dem Weg zu bleiben. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal fällt es dann doch schon schwer. Ich hoffe einfach, dass es 2024 eine Besserung gibt. Und wir alle wieder ein bisschen durchatmen können. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt vor alle Dinge gesund. Es ist das größte Gut, das wir haben. Vergisst man dann zwischendurch dann auch ab und an mal. Es ist unser größtes Gut. Ich danke euch, dass ihr mich dieses Jahr so unterstützt habt. YouTube-mäßig fand ich, lief dieses Jahr gut bei mir. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Andere lachen bei bin ich denn aktuell 385, 386 Abos. Ich bin stolz drauf. Ich lese auch gern eure Kommentare. Freue mich über jeden Einzelnen. Und so machen wir in 2024, hoffe ich, weiter. Ich danke euch. Bis dann.